ganz herzlich willkommen heißen zur Saisoneröffnungspressekonferenz 2018-2019. Schön, dass Sie auch diesmal wieder so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind, und es ist für mich ein historischer Moment, dass wir bereits zum 14. Mal in 20 Jahren Vereinsgeschichte in der 49. Etage des Obertowers in eine neue Spielzeit starten und gemeinsam auf die anstehenden Herausforderungen schauen. Im Unterschied zu den letzten Jahren liegt das erste Pflichtspiel allerdings schon hinter uns. Darauf komme ich aber im weiteren Verlauf der heutigen Veranstaltung noch zu sprechen. Der erste FFC Frankfurt blickt auf eine Spielzeit 2017-2018 zurück, die mit der angestrebten Platzierung in der oberen Hälfte endete und somit als durchaus erfolgreich betrachtet werden kann. Letztlich war es allerdings nicht nur die Platzierung allein, die zu dieser positiven Bewertung führte. Dass es uns einmal mehr gelungen ist, mit Sophia Kleinherne ein Top-Talent in unserem Bundesliga-Kader zu etablieren, ist mit Blick auf unsere Perspektivorientierung sogar noch höher einzuschätzen. Nach Tanja Pawolek und der Nina Hechter ist Sophia bereits die dritte oder der dritte FFC-Youngster, der diesen Sprung realisieren konnte. Nicht zu vergessen, dass wir bei der kürzlich ausgetragenen U20-WM in Frankreich mit 4 Spielerinnen vertreten waren. Mehr stellte kein anderer Club der Allianz Frauen-Bundesliga. In Ergänzung zur Weiterentwicklung eigener Talente haben wir in der letzten Transferperiode im Sommer auch wieder auf die Verpflichtung von international erfahrenen Neuzugängen gesetzt. 2 von ihnen, Laura Feiersinger und Geraldine Reuteler, sitzen heute hier oben auf dem Podium. Zu ihnen kommen wir aber gleich noch. Nicht vergessen wollen wir natürlich auch unsere weiteren neuen Gesichter, Verena Aschauer, Marilena Wittmer, Laura Freigang, die zuletzt sehr erfolgreich College-Fußball in den USA spielte, sowie unsere amerikanische Torfrau Bella Geist, die noch in letzter Minute verpflichtet wurde. Dass wir diese Weiterentwicklung des Kaders realisieren konnten, haben wir einmal mehr 2 langjährigen strategischen Partnern zu verdanken, die in besonderer Weise unsere Philosophie unterstützen und mitleben. In diesem Zusammenhang freut es mich außerordentlich, im Zuge der Vorstellung unserer heutigen Gesprächsrunde den traditionellen Gastgeber der FFC-Saisoneröffnungspressekonferenz, den Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrats der Commerzbank, Klaus-Peter Müller, im Namen des ersten FFC Frankfurt in seinem eigenen Haus begrüßen zu dürfen. Herzlichen Dank für das wertvolle Sponsoring, die Ausrichtung der heutigen Pressekonferenz. Da gilt auch ein Dank an Richard Litz natürlich und Uwe Hellmann, die das unglaublich tatkräftig auch mitbegleiten. Die umfangreiche Unterstützung der Commerzbank, aber auch für dein ganz persönliches Engagement in den zurückliegenden 14 Jahren. Lieber Klaus-Peter, eine tolle Zeit innerhalb 52 Jahren KPM Commerzbank-Geschichte. Die am 15. Juni 2018 bei deinem Abschied als Aufsichtsratsvorsitzender gefeiert wurde. Es war Gänsehaut-Feeling pur bei diesem Event, deinen Lebensweg bei deiner Bank noch einmal komplett miterleben zu dürfen und dass in dieser Geschichte die Zusammenarbeit mit dem ersten FFC Frankfurt seinen Platz hatte und auch eine Rolle spielt. Als besonderes Dankeschön haben wir im Nachbarraum und auch hier noch einmal unsere Titelgalerie aufgebaut, die du bisher noch nicht sehen konntest, da du leider terminlich verhindert warst, an unserer Feier zum 20-jährigen Jubiläum im Frankfurter Römer teilzunehmen. Nachher werden wir sicherlich die Gelegenheit haben, das eine oder andere Foto auch noch näher zu betrachten und so ein bisschen Revue passieren lassen, was so in den letzten 20 Jahren beim ersten FFC Frankfurt gelaufen ist. Im gleichen Atemzug möchte ich aber auch den Geschäftsführer von Lotto Hessen, Dr. Heinz-Georg Sundermann, erwähnen, der vor 2 Jahren in seine eigenen Fußstapfen getreten ist und den FFC mit Lotto Hessen bereits zum 2. Mal als Trikotsponsor unterstützt. Dr. Sundermann wäre heute gerne hier gewesen, er ist aber leider aus terminlichen Gründen verhindert. Auch in seiner Abwesenheit möchte ich ein großes Dankeschön für die traditionelle Zusammenarbeit an Lotto Hessen natürlich richten. Ein besonderer Gruß gilt heute auch einem Vertreter der Sportstadt Frankfurt, dem der erste FFC Frankfurt gerade mit Blick auf die vor 2 Jahren fertiggestellte Sanierung des Stadions am Brentanobad viel zu verdanken hat. Ich freue mich sehr, dass der Sportdezernent der Stadt Frankfurt, Markus Frank, heute unser Gast ist. Lieber Markus, herzlich willkommen bei unserer Saisoneröffnungspressekonferenz. Schön, dass du es möglich gemacht hast. Ich glaube, bis 12 war der letzte Termin mit der Fraktion und du bist ein bisschen früher gegangen, wie ich dich kenne. Ja, kommen wir nun zu den FFC-Repräsentanten hier oben auf dem Podium. Und da möchte ich an erster Stelle
natürlich unseren Vorsitzenden Jürgen Ruppel begrüßen. Lieber Jürgen, schön, dass du heute hier bist, obwohl zur selben Zeit deine Nichte im Römer heiratet. Aber du hast mir ja versichert, dass es deswegen keinen Familienkrach gibt und du wirst ja nach dem offiziellen Teil dann wahrscheinlich auf die Location wechseln. Dann folgt auch schon unser starkes Spielerinnen-Quintett, das wir ebenfalls sehr herzlich willkommen heißen. Zunächst begrüßen wir unsere Kapitänin Marit Priesen, die in ihre zweite Saison als FFP-Spielführerin geht. Herzlich willkommen. Ebenfalls begrüßen wir natürlich sehr herzlich, das hat sie vorhin schon erwähnt, unsere beiden Neuzugänge Laura Feiersinger und Geraldine Reuteler. Schön, dass ihr heute eure Premiere im Pokateuer feiert. Nicht zum ersten Mal ist unsere niederländische Europameisterin Jackie Grön bei unserer Traditionsveranstaltung dabei. Liebe Jackie, auch hier ein herzliches Willkommen hier oben. Ja, und ganz besonders freue ich mich natürlich, dass heute auch Tanja Pavulik, die am Sonntag vom DFB mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet wurde, unser Talkgast ist. Die Ehrung in Heidelberg war ein tolles Event und du hast zusammen mit Sophia Kleinherne, die mit Silber ausgezeichnet wurde und die wir ebenfalls im Publikum ganz herzlich begrüßen, den ersten FFC Frankfurt herausragend vertreten. Liebe Tanja und liebe Sophia, auch als Verein sind wir sehr stolz auf eure Entwicklung und gratulieren euch dazu auf das Herzlichste dafür. Die Auszeichnungen bedeuten, dass sie die beiden erfolgreichsten Jugendnationalspielerin Deutschlands aktuell sind und da ist der FFC bei 3 Auszeichnungen mit 2 Auszeichnungen vertreten und ich denke, das untermauert die Jugendarbeit, die wir jetzt in unserer Neuausrichtung besonders stark natürlich für uns nach vorne tragen. Ja, ein besonderer Gruß gibt natürlich auch unserem Cheftrainer Nico Arnaut, der nach seiner Amtsübernahme zu Beginn der letzten Spielzeit in seine erste komplette Saison in dieser Funktion geht. Lieber Nico, ich glaube, da spreche ich für dich mit. Nach unseren umfangreichen monatelangen Vorbereitungen mit wichtigen Vertragsverlängerungen und vielversprechenden Neuverpflichtungen freuen wir uns, dass es am Sonntag nun endlich wieder losgeht. Du machst einen super Job und ich glaube, wir sind genau mit dem Konzept, mit dem wir uns präsentieren, auf dem richtigen Weg. Und ich gehe davon aus, dass du natürlich mehr dazu selber sagst, wenn dann die Fragerunde stattfindet. Und last but not least, der Mann, der nachher die Fragerunde durchführt, die Stimme des ersten FC Frankfurt. Hallo, lieber Werner, du wirst auch wieder unser Stadionmoderator sein in der kommenden Saison. Insofern herzlich willkommen hier bei der Pressekonferenz und danke, dass du uns hier unterstützt. Ja, bevor wir gleich den Fußball in den Mittelpunkt rücken und die Talkgäste zu Wort kommen lassen, möchte ich noch einige weitere Gäste im Publikum begrüßen. Unsere stellvertretende Vorsitzende, Annelie Schorke-Hauptvogel, Marion Bayer, Charlotte Peschmann. Schön, dass ihr hier seid und auch in dem Quartett mit dem Vorsitzenden immer vertreten seid, wenn es um wichtige Veranstaltungen geht, selbstverständlich, und auch den Verein auf das Beste repräsentiert. Ja, Co-Trainer Kai Wennig ist da, Torwarttrainer Mario Groß habe ich gesehen, unser Nachwuchskoordinator Christoph ist kurzfristig krank geworden, aber wollen wir auch gerne erwähnen. Und weitere Spielerinnen aus dem Bundesliga-Kader, die mal so reinschnuppern wollen auch und reinschnuppern sollen, natürlich, wie sowas hier beim ersten FFC Frankfurt abläuft. Es können ja immer nur einige Spielerinnen vorne sitzen, andere, die das vielleicht auch mal betrachten. Deswegen herzlich willkommen Verena Aschauer, hatten wir eben schon auch erwähnt, Laura Freigang, Janina Hechler und die Schiffierer ist auch da. Ja? Klar, und Blick hier nach vorne. Wunderbar. Das freut mich sehr. Ja, unser Trainerteam der zweiten Mannschaft sollte eigentlich auch komplett sein. Kerstin Garfrey ist da kurzfristig irgendwie ist nicht geschafft, da zu sein, aber die Kim Kulik ist da und wir sind sehr glücklich und stolz, dass wir mit früheren Gesichtern des Frauenfußballs auch unsere Jugend voranführen und entsprechend betreuen. Und ich glaube, da ist ein großer Dank auch an Kim und Kerstin auszurichten, die da eine sehr, sehr gute Arbeit leisten. Ein Sponsor müsste noch da sein, der neu zu uns gekommen ist. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ist doch da. Wunderbar, herzlich willkommen, der Geschäftsführer der Maxis AG, Werner Bock. Und ja, nach dieser Begrüßungsschleife, die ja immer ein bisschen länger ist, aber ich glaube, für uns alle wichtig, dass wir wissen, wer da ist und wie wir uns auch präsentieren, möchte ich nun aus der Manager-Sicht auf die Herausforderungen der neuen Saison blicken. Allerdings auch erst nochmal mit einem kurzen Rückblick beginnen. Viele von Ihnen waren heute vor 2 Wochen ebenfalls unsere Gäste bei der großen Jubiläumsfeier des 1. FC Frankfurt im Kaisersaal des Frankfurter Römers, auf Einladung der Stadt Frankfurt. Wie gut Stupp
sagen wir ja, hier war knackevoll und an dieser Stelle nochmal einen herzlichen Dank für den großen Zuspruch, für die ausführliche Berichterstattung auch in den Medien und für die vielen guten Wünsche von allen Seiten für die Zukunft des ersten FC Frankfurt. Ja, und jetzt zum Saisonstart. An der grundsätzlichen sportlichen Ausgangsposition in der Allianz Frauen-Bundesliga wird sich auch 2018-19 nichts ändern. Der Wettbewerb wird weiterhin geprägt sein von den zwei Welten, der führenden Lizenzvereine und der klassischen Frauenfußballclubs. Dies ist kein neuer Trend in Deutschland, aber eine Entwicklung, die jetzt auch in anderen europäischen Ländern und Ligen mehr und mehr ins Rollen kommt. Dass es in der Allianz Frauen-Bundesliga dennoch spannend zugeht, liegt an der starken Qualität in der Breite. Auch wenn der VfL Wolfsburg und der FC Bayern München im Kampf um die Champions-League-Plätze favorisiert sind, gibt es immer wieder Überraschungen und die sind doch das Salz in der Suppe, wie wir immer so gerne sagen. Auch mit Blick auf unsere eigenen Ambitionen und der anspruchsvollen Startaufgabe in Wolfsburg mit einer guten Kaderzusammenstellung, einem starken Teamgeist und einer ausgeprägten Kämpfermentalität ist vieles möglich. Eine oder andere Überraschung sollte auch von unserer Seite irgendwo realisierbar sein. Gut. Ich bin zuversichtlich, dass wir diese Attribute auf uns vereinen und mit unserem Mix aus erfahrenen Leistungsträgerinnen und erfrischenden Talenten wieder eine gute Rolle in der oberen Tabellenhälfte spielen und den nächsten Entwicklungsschritt gehen können. Vergessen sollten wir allerdings auch nicht, dass wir mit einem Altersschnitt von knapp über 21 Jahren über einen der jüngsten Kader in der Liga verfügen. Es gilt daher, auch geduldig zu sein, wenn am Beginn der Saison noch nicht alles so funktioniert, wie wir es selber gerne hätten, wie wir uns selber wünschen würden. Auf der anderen Seite bin ich optimistisch und da bin ich sicherlich wieder Cheftrainer, oder ich denke wieder Cheftrainer, genau, dass wir, wenn wir einen perfekten Tag erwischen, auch jedem Gegner gefährlich werden. Überall steht letztlich in unserer Zielorientierung die Weiterentwicklung der Mannschaft sowie das Heranführen unserer Talente. Gerade durch die wichtige Kooperation mit der Karl-von-Weinberg-Schule, das erwähne ich auch immer wieder gerne, als starken Partner verfügen wir im Bereich der dualen Ausbildung über eine hervorragende Infrastruktur und auch diesbezüglich stehen unsere Aushängeschilder Janina, Tanja, Sophia als beispielgebende Vorbilder für die nachwachsenden Generationen. Zusammengefasst kann man also festhalten, es gibt genügend Gründe, sich auf die vor uns liegende Saison zu freuen und unseren FFC auf dem Weg in die Zukunft zu unterstützen. Dementsprechend gehen wir die Herausforderungen in Liga und Pokal mit großer Freude, aber auch mit einer realistischen Erwartungshaltung an und werden alles unternehmen, den eingeschlagenen Weg erfolgreich fortzusetzen. Gerne würden wir auch im DFB-Pokal mal wieder weit, am liebsten natürlich bis ins Finale nach Köln kommen. Mit der Achtelfinalauslosung, die uns zum ersten FC Saarbrücken führt, haben wir bei allem Respekt vor dem Gegner zumindest gute Chancen, die Top 8 zu erreichen und im DFB-Pokal zu überwintern. Bevor Werner Damm gleich mit der Talkrunde beginnt, möchte ich noch einmal den Stellenwert unserer umfangreichen Nachwuchsarbeit betonen. Alle Talente aus unseren U-Teams sind unsere Zukunft. Und hier sind wir auch im Vergleich zu den Lizenzvereinen eher besser als schlechter aufgestellt. In diesem Sinne wünschen wir auch unserer zweiten Mannschaft eine erfolgreiche Premierensaison in der eingleisigen zweiten Frauen-Bundesliga und ebenso den U17-Junioren in der B-Junioren-Bundesliga Süd, der U16 in der B-Junioren-Hessenliga, der U15 in der C-Junioren-Kreisklasse, ich spiele nämlich bei den Jungs, sowie unserer dritten Mannschaft in der Hessenliga viel Erfolg für die Saison 2018, 2019. Da waren einige Zungenbrecher drin, aber wir haben sie mit die Bühne gebracht und wir haben den gesamten FFC hier einmal auch noch in den Fokus gezogen. So viel zunächst von mir als Vorlage für die nun beginnende Talkrunde. Viele weitere Informationen rund um den FFC haben wir auch in diesem Jahr wieder in einem ausführlichen Pressetext zusammengestellt. Auch das Unterstützen unserer Sponsoren, was ja absolut wichtig ist, ist da nochmal umfangreicher dargestellt. Und Sie finden den Text in Ihrer Mappe direkt vor dem Platz natürlich und können auch alles in den Online-Medien des ersten FFC Frankfurt natürlich nachlesen. Werner, du bist nun an der Reihe. Bin sehr gespannt, was unsere Spielerinnen, Trainer, unser Vorsitzender und jetzt gleich zu Beginn aus Peter Müller und Markus Frank auf deine Fragen antworten werden. Bitte schön. Ja, schönen Dank, Sidi, für das Wort und hallo in der Runde. Einige habe ich ja persönlich begrüßt, die anderen begrüße ich hiermit ganz herzlich. Und beginnen wollen wir natürlich mit dem Gastgeber, das gehört sich so. Lieber Klaus-Peter Müller,
Sigi hat ja von ihrer Verabschiedung als Aufsichtsratsvorsitzender berichtet. Sie sind von Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats, weil sie in der Commerzbank-Familie engagiert und haben auch den Vorsitz in der Commerzbank-Stiftung. Ich glaube, da mangelt es wieder nicht an Terminen. Traditionell sind Sie heute wieder der Gastgeber der FFC-Saisonauftakt-Pressekonferenz. Sie haben viele erfolgreiche FFC-Jahre mitgestaltet und auch mitgelebt. Wir sehen Sie als langjähriger Sponsor, aber auch als Freund, den seit 2 Jahren eingeschlagenen Weg des ersten FFC Frankfurt. Und was bedeutet Ihnen die dabei auf hohem Niveau geleistete Jugendarbeit, die ja Sigi eben auch skizziert hat? Ja, vielen Dank, liebe Meine Damen. Ich muss immer der Eisbrecher sein und das Ganze eröffnen. Für mich war die Auszeichnung von Tanja Sophia mit den Medaillen, dem Gold und dem Silber, ein sehr schöner Ausdruck des neuen ersten FFC Frankfurt, den wir vor 2, 3, 4 Jahren ja mit einer sehr konzentrierten Fokussierung auf die Nachwuchsarbeit, ich darf das sogar ein paar Jahre länger zurückfassen, versucht haben, in eine neue Richtung zu bringen. Das finde ich wirklich toll. Also wenn man mir eine Freude hätte machen wollen, so, was willst du gerne zu Weihnachten von diesem FFC, dann wäre das so in etwa die Richtung gewesen. Das finde ich ganz toll. Und nicht vergessen, hinter denen gibt es in dem großen Nachwuchskader immer nur 3, die eine solche Medaille, eine solche Auszeichnung erhalten können. Darunter stehen auch ganz viele andere junge Spielerinnen, die super Arbeit leisten. Und ich fand das so schön, ich habe die Tanja gefragt, ob denn ihr Vater auch so richtig stolz auf seine Tochter gewesen sei. Da hat sie gesagt, ja, das war er. Und hat dann sofort gesagt, und jetzt gibst du weiter richtig Dampf. Das ist schön, das alles so zu hören und das finde ich prima. Zum Empfang hier, ja, das ist ein bisschen Tradition geworden. Aber Ehre wie Ehre gebührt, da hier vorne sitzen, bezahlen müssen den ganzen Spaß. Richard Lips und Hellmann, Uwe Hellmann, die hier sitzen, die sollen von dem Glanz ihres Dankes zumindest ein Stückchen mitbekommen, denn das sind diejenigen, die im Hause verantworten, was wir hier tun. Ja, ansonsten kann ich sagen, schön, dass ihr hier seid und ich glaube, das Interesse an den sportlicheren Vertretern hier am Panel ist größer als an mir und deshalb. Ja, das war sehr kurz und bündig, aber auch schlüssig und ich finde, liebe Sophia und liebe Tanja, ein besseres Kompliment als das von Klaus-Peter Müller. Ein Mann, der im Wirtschaftsleben vieles erreicht hat, kann man gar nicht bekommen. Also ich denke, das steht schon mal für sich. Sponsoren und Partner, auch das hat Sigi angesprochen, sind das eine. Aber in Frankfurt hat auch die Unterstützung der Stadt für die Vereine eine wichtige und eine große Tradition. Nicht zuletzt spielt auch die Modernisierung des Stadions am Brentanobad für die weitere Professionalisierung des bisher erfolgreichsten deutschen Frauenfußballclubs eine ganz, ganz wichtige Rolle. Lieber Markus Frank, welche Bedeutung hat für Sie denn der erste FFC Frankfurt im Sportkalender, im Vereinsleben der Sportstadt Frankfurt am Main und wie sehen Sie den Stellenwert nach 20 erfolgreichen Jahren, in denen der FFC nicht weniger als 20 deutsche und europäische Titel für seine Heimatstadt, natürlich auch für das Land Hessen und für Deutschland, geholt hat? Ich antworte gerne, aber lassen Sie mich ganz kurz noch der Commerzbank Dankeschön sagen für die jahrzehntelange Unterstützung. Nicht nur im Sportbereich, in der eigentlichen Tätigkeit ist die Commerzbank ja eine wichtige Säule für Mittelstandsunterstützung und als Wirtschaftsdienstleister, welche auch den weiß, wie wichtig das ist und höre, sehr gut ist, gerade wenn es um Digitalisierung geht, dass die Commerzbank sehr weit vorne und unterstützt sehr viele Unternehmen. Dafür möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken, auch für die jahrzehntelange Unterstützung des Sports und der Kultur. Das ist nicht selbstverständlich und deswegen glaube ich, so eine Einladung, dass wir heute alles hier sein können, das fängt ja schon an mit der Fahrstuhlfahrt, das ist einfach überragend. Also ein herzliches Dankeschön an unsere Commerzbank. Und der erste FFC, das haben wir ja im Kaisersaal erlebt, das ist ein Stück Sportgeschichte unserer Stadt, ein wichtiges Kapitel. Und gerade für Frauensport ist es eine überragende Story, denn es gibt keinen Frauenfußballverein, der so erfolgreich ist wie der erste FFC. Und damit geben wir vielen Menschen, vielen Frauen eben auch Mut, dass man auch mal was Neues anfangen kann und über die Stadtgrenzen bekannt werden wird damit. Denn als der FFC sich auf den Weg gemacht hat, da haben ja viele nur gesagt, ach du meine Güte, Frauenfußball, was wollt ihr denn damit? Und ich meine,
dass wir die Fußball-Weltmeisterschaft 2011, die Frauenfußball-Weltmeisterschaft, hier in Frankfurt hatten, in der Commerzbank Arena. Haben wir natürlich auch unserem ersten FFC Dankeschön zu sagen, weil er hat erstmal die Aufmerksamkeit auf diese Sportart gelenkt und er hat die Sportstadt Frankfurt im wahrsten Sinne des Wortes verändert, positiv verändert. Und deshalb sind wir auch heute hier, um auch ein bisschen Wertschätzung zu zeigen für diese wunderbare Arbeit. Es ist ja nicht nur der Sigi Dietrich, der ganz vorne steht, sondern hier sind ja sehr, sehr viele Menschen auch ehrenamtlich engagiert in dem Verein, damit es immer schöne Heimspiele auch gibt. Und ja, deshalb sind wir hier, um Dankeschön zu sagen. Und natürlich ist der Saisonauftakt immer etwas ganz Besonderes, auch für mich persönlich. Deswegen freue ich mich, dass ich sozusagen aus den Räumen des Römers mal mit einer guten Ausrede rauskam und einfach hier sein kann, um das einfach mal zu genießen. Und ich freue mich einfach auf eine spannende Saison. Ich glaube auch, die Damen, wenn die gut drauf sind, dann müssen alle anderen Mannschaften in unserem Land Sorge haben, dass die Punkte hier bleiben. Und deshalb wird es eine spannende Saison. Auf die freue ich mich ganz besonders. Ja, schönen Dank, Markus Frank, Sportreferent der Stadt Frankfurt. Wir haben hier vorne nicht nur ein, wie ich finde, hochgradiges Podium mit Klaus Pilamiller, Markus Frank und. Wir haben auch ein ausgesprochen optisch attraktives Podium in vorne sitzen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum ich die. Warum ich hier auf der linken Außenbahn Platz nehmen muss, in der Fußballsprache zu bleiben, oder von euch aus gesehen in der rechten Außenbahn, auch noch als Puffer mit Jürgen Hoppel, ja. Ich hätte schon gern woanders gesessen, aber gut, sei es nochmal drum. Dann werde ich mich jetzt auf diesem verbalen Weg jetzt an die Damen ein bisschen reinschleichen und ich sitze auch noch kurz fest. Ja. Und beginnen mit der Spielführung. Sigi hat es ja schon angesprochen, Marit. Du bist jetzt im zweiten Jahr Spielführerin und hast natürlich auch eine besondere Rolle, wenn es um Dinge geht wie Teambuilding und Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Es gibt es ja doch einige Seitenkommentare. Welchen Eindruck hast du denn diesbezüglich von dem neuen, aktuellen FFC-Kader? Ja, hallo erstmal. Zunächst einmal glaube ich, dass wir nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich tolle Neuzugänge haben. Und ich glaube, wir können die Abgänge sehr kompensieren. Und vom Gefühl her gehe ich davon aus, dass wir noch geschlossen an die neue Saison starten werden. Und ja, die Stimmung ist super im Team intern. Und wir sind auch eine recht homogene Mannschaft. Das Teamgefühl ist ein bisschen auch vereinfacht. Deswegen bin ich sehr positiv gestimmt, dass wir im Team auf jeden Fall schön sind. Nico, du schaust doch ein bisschen skeptisch. Du kannst erst mal zuhören, was die Damen sagen. Du kommst schon noch dran. Bei der gestrigen Saisonauftaktveranstaltung in Dortmund, Marit, hast du gesagt, der FFC wolle in dieser Spielzeit eine freche Wundertüte sein. Das ist mal zumindest ein kreatives Saisonziel. Kannst du vielleicht ein wenig erläutern, was du damit meinst? Ja, das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Also frech in dem Sinne, wir werden uns vor keinem Gegner verstecken. Wir brauchen uns nicht verstecken. Und die Wundertüte steht so ein bisschen dafür, wie schon angesprochen, wir sind eine sehr junge Mannschaft. Von daher kann man von uns noch keine Konstanz erwarten. Aber ich gehe davon aus, dass wir für die eine oder andere Überraschung auf jeden Fall sorgen werden in der Saison. Von daher finde ich, passt freche Wundertüte ganz gut zu uns. Platz die Wundertüte denn schon am Wochenende in Wolfsburg? Sehr schön, ne? Sehr, sehr schön, ne? Weil am letzten Wochenende war das erste Pflichtspiel mit dem ersten Saisontor von Marit Bresen, der Spielführerin. Bist du jetzt der Goalie schlechthin in der Mannschaft oder bist du die außergewohnte Elfmeterschütze? Wie ist das? Bei uns gibt es keine feste Elfmeterschütze. Ich denke, wenn man sich gut fühlt im Spiel, dann sollte man sich einfach den Ball nehmen. Und ja, in dem Fall wird auch mal dazu mal vorne kommen, denke ich mal. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Ich freue mich natürlich, wenn ich mal ein Tor schieße. Meine Hauptaufgabe ist aber eigentlich, unser Tor zu verteidigen. Okay, bei den Sternzeichen, Marit, Schütze, musst du auch ab und zu mal treffen. Denn du hast den gleichen Geburtstag wie da hinten, eine kleine Freundin, Jackie Quinn. Ihr seid alle beide eine Woche, exakt eine Woche zum Heiligabend geboren. Das mögen Sie heute mal ausrechnen, wann das ist. Gleichen Geburtstag. Dennoch, Jackie, ich würde erstmal, bevor ich zum FFC komme, auf deine Tätigkeit auch in der niederländischen Nationalmannschaft zu sprechen zu kommen.
Europameister, dann ist ja eine Geschichte, aber die jetzt direkt verpasste, also auch den Weg verpasste, zunächst einmal verpasste Qualifikation für die WM, glaube, das war nicht so im Plan, oder? Nein, es war sehr schade. Wir sind da klar nach Norwegen geflogen mit dem Ziel und wollte kleine in der WM einsteigen. Aber es gibt nicht so oft in dem zweiten Chance. Also, wir haben eins und wir wollen die Geschichte benutzen. Wir sind voll in der Vorbereitung und wir hoffen, dass wir jetzt über der Qualifikation noch in der WM teilnehmen können. Bekannterweise trefft ihr im Playoff-Halbfinale auf Dänemark. Erstmal schaust dann auch wieder auf deine Kollegin, die Sandé, die ja hier bei der FC unterwegs ist. Habt ihr schon mal darüber gesprochen und wie schätzt ihr die Chancen ein? Finale EM habt ihr ja doch relativ deutlich gewonnen. Klar haben wir darüber gesprochen. Wir haben uns eigentlich vorher schon gesagt, wir haben schon gesagt, klar treffen wir wieder aufeinander. Und dann war es auch so. Und es ist halt kein einfaches Spiel, das wissen wir alle. Es ist halt der EM-Finale von letztes Jahr. Und deswegen glaube ich aber auch, dass es vor den Leuten von Anfang an immer sehr interessant wird und dass wir einen tollen Spielen. Das sind Spiele, wo es um was geht und das sind die Spiele, wo ich auch gerne spiele. Am Wochenende jetzt Auftakt beim Deutschen Meister, beim Deutschen Pokalsieger, sicher ist angesprochen, im Grunde neben Bayern München ein bisschen die Übermannschaft in dieser Allianz Frauen-Bundesliga, der VfL Wolfsburg. Die schwerstmögliche Aufgabe zu Beginn, oder ist das so, das kommt sogar ganz rein? Es ist schon klar, dass Wolfsburg eine der Top-Mannschaften von Deutschland ist und in der Welt auch. Die haben starke Spielerinnen. Aber ich muss sagen, die Vorbereitung gelaufen ist bei uns, hat es mir sehr gefreut, dass ich hier bin. Und ich meine, das ist so ein Spiel, das ist immer schwierig, auswärts gegen Wolfsburg. Aber eigentlich freue ich mich, dass es das erste Spiel ist, sodass wir gleich in Zeit setzen können. Ohne jetzt Nico vorgreifen zu wollen und hier Flöcke einhauen zu wollen, was die Mannschaftsaufstellung angeht. Du bist, glaube ich, gesetzt auf der 6, auf der Doppel-6, zusammen neben dir mit Tanja, so will ich es mal interpretieren. So habt ihr ja auch im letzten Mal beim Pokalspiel agiert. Tanja, am letzten Sonntag, vor dem Männerländerspiel in Sinsheim, die Auszeichnung der Verzweigermedaille in der Schrift. Was bedeutet diese Auszeichnung? Ja, also es ist die höchste Auszeichnung, die man im Jugendbereich persönlich bekommen kann und darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut. Man gibt immer viel Gas und dass man dann so belohnt wird, das ist natürlich schön. Ich weiß, diese Auszeichnung zu schätzen, aber ich weiß ganz genau, dass ich weitermachen muss und dass ich mich jetzt nicht darauf ausruhen darf, weil sonst bleibe ich stehen und das möchte ich auf keinen Fall. Ich möchte hier beim FFC unsere Ziele erreichen und mich auch persönlich weiterentwickeln und deshalb war es ein schöner Tag und eine schöne Auszeichnung, aber darauf ausruhen geht nicht. Du bist erst 19 Jahre jung, hast aber schon 40 Bundesliga-Partien absolviert und giltst damit als einen der erfahrensten in dieser wirklich jungen FFC-Mannschaft. Hat sich denn deine Rolle innerhalb der Mannschaft auch verändert in den letzten zwei Jahren jetzt, glaube ich? Also ich denke grundsätzlich nicht. Also ich bleibe so, wie ich bin. Aber ich habe jetzt schon zwei Saisons hinter mir und ich denke, ein bisschen Erfahrung ist dazugekommen und die möchte ich auch den noch jüngeren Spielerinnen geben, aber auch dem gesamten Team. Ich möchte einfach mich integrieren in der Mannschaft und zeigen, dass ich auch ein bisschen Verantwortung übernehmen kann, auch im Spiel, aber auch neben dem Platz. Und ich denke, das so von der Persönlichkeit passt es auch zu mir, aber grundsätzlich wird sich da nicht viel ändern. Ich bleibe meinem Spielstil treu und bleibe auch meiner Art treu und ich denke, das kann ich auch beibehalten. Dazu wünsche ich dir viel Erfolg. Ich bin gespannt, wie deine weitergeht. Ich persönlich fühle mich immer so ein bisschen an Jenny Maruschan erinnert, wenn ich die Spielen sehe. Und wenn du in die Fußstapfen treten kannst, wird das ein wesentlich. Auf der, in der Fußballersprache zu bleiben, rechten Außenbahn von mir aus gesehen oder von euch aus, auf der linken Außenbahn, eine junge Dame, die aus Österreich kommt, aus einem Ort, den ich zumindest mehr mit Skifahren verbinde. Saalfelden ist sie geboren und aufgewachsen. Saarbrück ist nicht so weit weg, bei der Einladung von euch auch schon ein paar Mal Skilaufen. Wie kommt man denn in Saalfelden zum Skifahren? Ja, eigentlich hauptsächlich bin ich durch meinen Papa zum Fußball gekommen, aber also es ist schon richtig, ich glaube jetzt mit der Hälfte
aus meiner Klasse, die sind alle Skifahrer gewesen oder haben Biathlon gemacht und deshalb ist es schon ein bisschen untypisch, dass es mir keine Skifahrerin geworden ist, aber Fußball hat mir immer Spaß gemacht. Da weißt du eigentlich, dass du jetzt nicht Biathlon oder gemacht hast oder Skifahrer geworden bist? Nein, nicht wirklich. Mir war immer ein bisschen zu kalt im Winter und von dem her ist Sommersport immer gut. Ja, ich kann dir sagen, jetzt kann ich hier in Frankfurt auch schön gleich kalt werden. Ich bin ja im Dezember. Insofern mal gespannt, was da passiert. Du hast den Papa angesprochen. Der Papa war ja auch Nationalspieler, so wie du in den 90er Jahren, hat für Österreich gespielt. Ihr kickt jetzt in naher Zukunft gegen Deutschland. Wie siehst du da die Chancen der Österreicher? Gegen Deutschland? Ja, ich glaube, es wird ein interessantes Spiel. Wir haben ja vor 2 Jahren schon mal gegen Deutschland gespielt. Damals haben wir 4-2 verloren. Ich glaube, dass wir jetzt uns in den letzten 2 Jahren sehr gut weiterentwickelt haben und deshalb, glaube ich, sind wir alle schon heiß auf, auf das Spiel. Laura, jetzt hast du ja sehr viel Erfahrung in der Allianz Frauenfußball-Bundesliga, hast einige Stationen erlebt, ist zusammen mit Verena von Sandhorn kommen hier nach Frankfurt, wie ist dein erster Eindruck hier vom FFC Frankfurt? Sehr gut, ich glaube, wir haben uns beide sehr schnell eingelebt. Es hat von Anfang an Spaß gemacht. Zwar ist die Vorbereitung immer ein bisschen anstrengend und ja, da freut man sich dann schon immer, wenn sie vorbei ist, aber die Mädels haben uns super aufgenommen. Lena passt auf und von dir ist alles positiv. Ja, Nico, hast du auch Glück gehabt, oder? Also irgendwie hingekriegt, oder? Ja. Der zweite Neuzugang, der hier vorne am Podium, auf dem Podium sitzt, ist Jean-Aline Reuteler aus der Schweiz. Auch sie hat es mit der Nationalmannschaft, die Nati. Ihr müsst, glaube ich, in die Barrage, wie das jetzt aussprechen, ja. Müsst auch gucken, dass er über den Umweg vielleicht doch noch die WM-Qualifikation schafft. Und wenn ihr gegen Belgien gewinnt, dann könnte es ja zum Spiel gegen Holland oder auch Dänemark kommen. Dann spielt er nämlich den letzten Teil der WM aus. Freust du dich drauf oder wie siehst du da deine Chancen? Und wie siehst du deine Chancen? Also wir haben jetzt auch bis zum Abend vorgestellt. Wir hatten 3 Pläne. Plan A war gegen Schottland entschieden, das haben wir nicht geschafft. Dann Plan B war ein Sieg gegen Polen, das haben wir auch nicht geschafft. Und jetzt eben Plan C ist dann Barsch, wo wir gegen Belgien spielen. Und ich glaube, Plan A und B werden einiges leichter gewesen. Dabei habt ihr gut bekommen, gell? Ja, jetzt ist das Spiel alle gewonnen. Es hat eigentlich ja, alles für uns gewonnen. Dann haben wir es ja ein bisschen selber vermasselt. Und jetzt gegen Belgien wird es sicher schwierig, aber ich denke, wenn wir als Mannschaft alle zusammen spielen und alle 100% geben, stehen unsere Chancen gut. Und ich würde natürlich gerne entweder gegen Tschechien oder Spanien spielen. Ja, da sind wir mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich finde das nicht, dass das ein optisch herausragendes Podium ist. Ich finde auch so sprachlich kommen da neue Impulse hier in diese Mannschaft ein. Wenn ich die Außenbahn rechts sehe und hier unten die Nati sehe aus der Schweiz. Der FC Frankfurt hat ja in der Vergangenheit schon herausragende Torjägerinnen gehabt. Du spielst im Angriff. Ich denke da unter anderem an Birgit Prenz, Weltfußballerin des Jahres. Ich denke dann auch in der jüngeren Vergangenheit an Celia Šašić, die auch in der Nationalmannschaft gespielt hat, viele wichtige Tore erzielt hat. Wie sind denn deine persönlichen Ziele hier beim ersten FC Frankfurt? Also ich denke, mein erstes Ziel ist, sich eine Unterstützung für das Team zu sein, sei es auch auf dem schwierigen Platz. Dann ein anderes Ziel ist natürlich, dass ich spielen kann. Und wenn ich spiele, ist logisch als Spielerin, dass man Tore macht. Ich würde empfehlen, hier noch ein Kompliment an den Trainer loszuwerden. Das hilft immer weiter für Einsatzzeiten. Ja? Da war ja Laura nicht ganz unklug. Ja? Soweit also die erste Runde mit den Spielerinnen. Natürlich habt die Gelegenheit, im Anschluss an den offiziellen Teil noch Fragen zu stellen. Nico, jetzt kommen wir mal zu dir und ich würde gerne einen kurzen Blick, du hast die Mannschaft übernommen, einen kurzen Blick nochmal zurück, der 50, die hat es ja schon getan, auf die Saison 17-18. Du hast die Mannschaft in der laufenden Runde übernommen. Wie fällt denn dein erstes oder ein kurzes Fazit aus nach dieser abgelaufenen Saison? Ja, erstmal guten Tag zusammen. Ich bemühe mich jetzt nicht hessisch zu sprechen, sondern hochdeutsch. Ja, das als Grieche, genau. Ich glaube, der Beginn war ziemlich gut. Wir haben sehr schnell zusammengefunden in der Hinrunde. Das war Ende September, Anfang Oktober war dann das erste Spiel. Haben gute Ergebnisse erzielen können. Dadurch haben wir uns auch ganz gut etabliert in der oberen Hälfte. Dann hatten wir in der Winterpause die ein oder andere Verletzung.
und haben das ja, eigentlich ganz gut kompensieren können. Auch die Sophia wurde jetzt häufig genannt heute, die dann ins kalte Wasser geschmissen wurde und die das auch sehr, sehr toll gemacht hat. Als Mannschaft haben wir auch in der Rückrunde gute Spiele gezeigt. Leider haben wir nicht mehr so viele Punkte einfahren können. Da hat uns dann doch vielleicht das eine oder andere gefehlt. Hatten auch ein paar unglückliche Spiele, wie das unter anderem, ich glaube, die Laura und die Verena waren dabei, in Sand, wo wir 2-0 geführt haben und dann aus unerklärlichen Gründen das Spiel irgendwie ja, 3-2 verloren haben. Haben die beiden Tore geschossen? Nee, Verena war, glaube ich, verletzt an dem Tag und Laura hat kein Tor gemacht. Aber war ja schon klar, dass sie kommt, deswegen. Nein, nein, hat aber nichts gewollt. Das war ein Spaß. Nee, also die Art und Weise war auch in der Rückrunde, okay, wir haben immer alles reingehauen, alles gegeben und uns hat auch ein bisschen das Glück gefehlt dann noch und auch die Power. Trotzdem können wir, glaube ich, mit der abgelaufenen Saison einigermaßen gut leben und ich glaube, das Wichtige war, dass wir junge Mädels, egal ob es jetzt Tanja, Janina, Sophia, auch Shakira, Lisa Ebert und so weiter, das haben sehr viele Mädels debütieren können, Spielzeiten als Erfahrung bekommen, um dieses Jahr ein bisschen weiter zu sein und ich glaube, das war das Wichtigste in der Rückrunde letztes Jahr und es ist uns gelungen und von daher fällt mein Fazit eigentlich positiv aus. Das war ja die Frage. Genau. Die Vorbereitung für die Anfängersaison ist abgeschlossen, 18 und 19. Es gab das erste Pflichtspiel, haben wir auch schon angesprochen, in Wetzlar. Die Auslosung, ich sage jetzt mal, einen machbaren Gegner, momentan Tabellenführer, zweite Liga, erster FC Saarbrücken. Wie ordnest du das Spiel in Wetzlar ein, so ein erster Eindruck und eine erste Verarbeitung dieses Spiels? Ja, ich meine, wir hatten 8 Wochen Vorbereitung. Waren überwiegend mit 12 bis 13 Feldspielerinnen auf dem Platz, hatten aufgrund der Abstellung U20, also erstmal die U19 EM, wo Gary und Lisa gespielt haben, dann hatten wir die U20 WM, da waren 4 Mädels von uns dabei, dann kam die FIFA-Abstellungsperiode, da waren 6 Mädels weg, sodass wir immer nur 12, 13, 14 Feldspielerinnen hatten und das war eine etwas komplizierte Vorbereitung, die haben wir ganz gut gemeistert. Es sind alle Mädels einsatzfähig, außer die drei, die aus der Vorsaison ihre Verletzungen haben. Das war die erste Hürde, die haben wir super gemeistert und ich glaube, in der Vorbereitung, auch wenn wir nicht jeden Tag zusammen waren, hat sich, ja, Marit hat es angesprochen, eine homogene Truppe, eine spannende Truppe entwickelt, die sehr gut auf und neben dem Platz harmoniert. Und jetzt kamen 2 Tage, nachdem wir das erste Mal gemeinsam trainieren konnten, das erste Pflichtspiel in Wetzlar, was wir, wie es so schön heißt, professionell gespielt haben. Wir haben auch ein Tor gespielt, hatten 3, 4, 5 hundertprozentige Torchancen, haben einen Elfmeter gebraucht, um das Spiel zu gewinnen. Und das war unser Ziel und ich glaube, das haben wir hoch verdient gewonnen, auch wenn wir vom Ergebnis her das ein oder andere Tor mehr erzielt hätten, gerne erzielt hätten. Aber auch andere Ergebnisse haben es gezeigt, wie Sand in Weinberg oder auch Gladbach in Kloppenburg oder auch die Bayern in Jena, wo es sehr lange knapp stand, haben gezeigt, dass es kein Selbstläufer ist heutzutage, immer auch gegen Zweitligisten zu bestehen. Fakt ist, wir sind weiter, haben jetzt Saarbrücken als Lust bekommen und ich glaube, unser Ziel ist ganz klar, dass wir ins Viertelfinale kommen im Pokal. Aber zunächst gilt jetzt erstmal die Konzentration. Los. Jetzt bist du ja zum ersten Mal mitverantwortlich für die Zusammenstellung des neuen Kaders. Wie beurteilst du denn die Leistungsfähigkeit einer neuen Mannschaft? Ja, ich glaube, wenn man hier in die Runde schaut, und wir haben ja auch noch ein paar Mädels, die jetzt nicht heute hier sind, wir haben eine sehr, sehr spannende Truppe. Die sehr viel Talent mitbringt. Wir haben einige etablierte Spielerinnen, die sehr viel Erfahrung mitbringen. Und ich glaube, unser Ziel ist jetzt erstmal, dass wir uns individuell, aber auch als Mannschaft weiterentwickeln, dass wir guten Fußball zeigen. Ich glaube, das wollen ja auch alle Mädels, dass wir frischen Fußball zeigen, wie die Marit das angesprochen hat, dass wir frech auftreten, selbstbewusst auftreten
und dass wir uns nirgendwo verstecken, dass wir einfach unsere Linie treu bleiben, indem wir in jedem Spiel, wie ich immer sage, diese Tugenden, von denen man jetzt auch in der Nationalmannschaft wieder spricht, Laufbereitschaft, Leidenschaft und Spielfreude, die sind auf einmal wieder in. Die müssen wir und wollen wir in jedem Spiel zeigen. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, haben wir immer eine Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen, egal gegen wen. Und wichtig ist, dass wir, wie gesagt, uns weiterentwickeln, dass wir Kontinuität bzw. eine Konstanz in unser Spiel reinbringen können und ja, dass wir einfach eine super Truppe werden. Ein Teil deiner Ausführung möchte ich nochmal aufgreifen, egal gegen wen, eine Chance zu gewinnen, egal gegen wen, am kommenden Wochenende geht es gegen Wolfsburg, auch gegen die. Ja, also ich sag mal, auch gegen Wolfsburg, also wenn wir nicht mit dem Ziel anreisen, Wolfsburg zu punkten, dann würde ich sagen, lass uns jedes Wochenende verbringen, irgendwie ein Eis essen, gegen bei schönem Wetter. Aber unser Ziel ist immer zu punkten. Natürlich wissen wir, dass es in Wolfsburg total schwer ist. Das ist mit Sicherheit die stärkste Mannschaft in der Liga. Aber gerade am ersten Spieltag wissen wir, dass es immer mal wieder für Überraschungen oder zu Überraschungen kommen kann. Und von daher reisen wir selbstbewusst nach Wolfsburg und werden da unser Spiel durchdrücken und werden den großen Wolfsburgern versuchen, da was abzuverlangen, um im Idealfall vielleicht auch was mitzunehmen. Aber Fakt ist, in erster Linie, die Mannschaft hat überhaupt keinen Druck, wir fahren dahin. Wir werden das Spiel genießen, erster Spieltag beim Meister. Ich glaube, es gibt schlimmere Spiele und von daher gilt jetzt einfach die Konzentration auf das Spiel und wir reisen da mit Demut, aber auch mit Selbstvertrauen. Das ist auch richtig so, ich glaube, ich recht erinnere, habt ihr letztes Jahr noch 0-0 gespielt, also waren so das Nee, wir haben letztes Jahr 1-0 verloren. Ja? Ja, das Jahr war das Jahr davor. Ah, okay, da habe ich mich falsch erinnert, ist auch nicht schlimm. Jürgen, du hattest jetzt viel Zeit nachzudenken, was du da vielleicht sagen könntest, ergänzen könntest, aus sportlicher Sicht erst einmal. Ja, aus sportlicher Sicht ist, glaube ich, alles gesagt. Ich denke, wir haben uns, wie gerade der Träger ist in Dortmund gesagt, dass wir dort waren, eine Fläche runtergebildet. Den Begriff finde ich einfach klasse, weil du kannst auch wirklich werden. Ich denke, wir haben eine tolle Mannschaft, die Nico, die ein sehr, sehr hohes Potenzial hat. Und wir haben ganz, ganz viele Spielerinnen, die ein hohes Talent haben, die noch nicht auf ihrem Zenit sind. Und ich denke, wenn es das Trainerteam Nico schafft, da noch die 1-1% rauszukitzeln, dann ist eine hochinteressante und spannende Saison. Jetzt bist du fast ein Jahr erster Vorsitzender beim ersten FC Frankfurt. Wenn man so ein Amt angeht und auch antritt, hat man eine gewisse Erwartungshaltung. Sind die übertroffen worden oder ist es viel schlimmer geworden? Es ist wirklich noch mehr Arbeit als gedacht. Also sie hat mich vorgewarnt, aber ich konnte mich nicht davon abreden. Und ja, es ist sehr, sehr spannend, hochinteressant, das Ganze mitgestalten zu können und insofern sind eigentlich die Erwartungen erfüllt, aber es ist mehr Arbeit als gedacht. Ja, schönen Dank, Jürgen. So, dann werde ich erstmal am Ende mit meinen Fragen, natürlich liegen mir noch einige am Herzen, aber die Zeit ist auch begrenzt und ich denke, Siki, du sollst das Wort übernehmen. Vielleicht hast du auch noch was zu ergänzen, nach der Situation deiner Damen und den Herren, die so herumsitzen. Ich glaube, dem braucht man jetzt nicht mehr allzu viel hinzuzufügen, außer dass ich viel Optimistisches gehört habe, dass ich viel gehört habe von einer Weiterentwicklung, die wir gerne an den Tag legen wollen, mit einer sehr ehrgeizigen Arbeit unseres Cheftrainers, mit sehr ehrgeizigen, engagierten Spielerinnen, die heiß darauf sind, auch erfolgreich zu sein. Und ich kann nur noch mal sagen, danke an alle, die da im Umfeld auch mitarbeiten. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Faktor, angefangen von unserem Vorstand natürlich. Bei Jürgens wird auch noch mehr Arbeit geben, mit einbringen. Aber auch genauso an unsere Trainerteams, an unsere Partner im Umfeld und natürlich auch an das CD-Team, die immer wieder solche Events wie heute oder auch wie im Kaisersaal in Römer mit organisieren, die Tag und Nacht arbeiten, dass dann auch auf diesem Niveau der Frauenfußball sich präsentieren kann. Das gehört nämlich auch mit zu unserer Philosophie. Zum einen uns der Situation anzupassen, wie wir konkurrenz- und wettbewerbsfähig sein können und zum anderen aber auch, wie wir uns darstellen können. Da helfen uns die Sponsoren dabei, die Partner dabei, die das nötige Geld zur Verfügung stellen. Aber es muss auch Leute geben, die dann quasi die Inhalte umsetzen. Und deswegen großes Dankeschön in die Richtung. Und auch an die Medien. Ich muss sagen, ich habe im Frauenfußball immer wieder Presseveranstaltungen erlebt, die
vielleicht nicht ganz die, der Orientierung entsprechen, wie man das auch für die Zukunft in dieser Sportart gerne hat. Wir hier beim 1. FFC Frankfurt durch die Unterstützung natürlich der Commerzbank und unserer anderen Partner, aber auch durch das Interesse, was wir geschaffen haben, 20 Jahre erfolgreicher Frauenfußball hier im Rhein-Main-Gebiet, dass so viel auch darüber berichtet wird, dass heute so viele Medienvertreter hier sind, das ist ganz klasse. Und da möchte ich auch ein Dankeschön an Sie ausrichten, an euch ausrichten, dass ihr so eng mit uns zusammenarbeitet und immer wieder dafür sorgt, dass man durch Höhen, durch Tiefen gehen kann, dass man kritisiert wird, dass man aber auch wieder in den Fokus gebracht wird, wenn gute Leistungen gezeigt werden. Vielen Dank und deswegen Schuss frei. Am Wochenende gibt es eine Live-Übertragung, empfangen wir auf Telekom und auch via Livestream auf der Hessenschau, hessenschau.de. Wir haben mit Sport 1 auch einen festen Partner der Bundesweit, immer wieder berichtet von den Spitzenspielen der FFCs bei den nächsten Spielen sehr häufig dabei. Also insofern lohnt es sich da auch reinzuschauen, wenn man die weiten Wege nicht gehen kann. Ja, die Fragerunde ist frei. Bitte schön, Sie sind dran. Martina. Ich würde an die Geraldine gerne eine Frage stellen. Wir haben ja jetzt über WM-Qualifikationen gesprochen. Euch ist ja nun die Trainerin verlustig gegangen, weil sie zum DFB wechseln wird, wenn eure Qualifikation beendet ist. Ich erspare mir jetzt den Zusatz, weil ja ein paar andere Nationalspielerinnen auch noch dabei sind. Wie habt ihr das aufgenommen? Martina Voss-Tecklenburg hat ja sehr lange und erfolgreich mit euch zusammengearbeitet. Also ja, Martina ist eine super Trainerin und es war keine Überraschung, denke ich. Man hat schon oft darüber gesprochen, dass wenn sie mal weggehen könnte zum DFB. Ich kenne sie auch schon seit ich 12 bin, da ich auch in der Sportschule war sie schon meine Trainerin. Und ja, ich finde es schade, aber ich denke, es tut dem Verband sicher auch gut, wieder einen neuen Trainer oder Trainerin, wir wissen ja noch nicht, wer kommt. Und ja, ich denke, der DFB hat Glück und ich denke, wir werden sicher auch wieder einen guten Nachfolger haben. Martina? Sie geben hier mit euer neue Teil dieser Saison ein. Dank unserer treuen und engagierten Partner in der ähnlichen Größenordnung wie letztes Jahr rund 1,5 Millionen. Wenn wir erfolgreich sind, gerade im DFB-Pokal, wünsche ich mir natürlich das eine oder andere noch, dass wir noch mehr in die Jugendarbeit auch hineinstecken können, auch in unsere Infrastruktur, in alles, was wichtig für uns ist. Also wir haben da die Dimension erreicht und sind da auch sehr stolz, als einer Frauenfußballverein in dieser Dimension überhaupt präsent sein zu können. Und das soll auch dafür sorgen, dass wir die Arbeit da in dieser Saison sehr gut fortsetzen können. Wie viele sind da ausgegeben gegen die Bundesliga-Mannschaft? Also einzelne Zahlen will ich jetzt nicht besprechen, aber es ist ein gutes Gleichgewicht zwischen der Geldinvestition in den Profibereich und in die Jugend und letztendlich kommen wir damit hin, in der Art und Weise, wie wir die Philosophie gerade nehmen. Entschuldigung? Herr Hellmann. Die Frauenbundesliga war vor vielen Jahren auf jeden Fall unbestritten, sagt man, die stärkste Liga der Welt. Jetzt wird dieses Attribut ein bisschen angezweifelt, auch weil es in anderen Ländern große Bestrebungen gibt, in Spanien, vor allem in England, auch in finanzieller Hinsicht. Der deutschen Liga den Dank abzulaufen. Vielleicht die Frage an Jackie und auch an Laura Feierlinger. Ist aus Ihrer Sicht, aus eurer Sicht, noch die Frauenbundesliga die stärkste Liga der Welt? Und wie die vielleicht in Superstar zum Zuschauerschwund der Liga, der Schnitt ist auf 900 abgesackt. Man hat mit der Frauen-WM 2011 mal, Stephen Jones hat mal von 5000 geträumt, das war sehr hoch gegriffen, aber die Trend ist einfach rückläufig. Was muss man da tun? Man merkt klar, dass in anderen Ländern die Liga auch entwickelt. Also in England bin ich selber gewesen, in Chelsea auch. Und ja, man merkt ja, dass die Medien auch eine große Rolle spielen. Aber von der Bundesliga her glaube ich, dass das Niveau immer noch das Attraktivste ist. Überall, wo man hinfährt, hat man einen guten Spiel. Und das ist nicht in alle anderen Liga so. Also in der Sinne glaube ich, dass Deutschland ja noch immer führend ist und auch deswegen sehr attraktiv. Ja, ich sehe es eigentlich genauso. Es gibt hier kaum Mannschaften,
die ja Selbstläufe sind. Ich glaube, das macht es auch für alle Spielerinnen nach wie vor sehr attraktiv. Es ist generell auch, auch wie ich damals von Österreich hierher gekommen bin, die ganzen Anforderungen, sei es jetzt im taktischen Bereich oder auch von der Athletik her, waren immer schon sehr hoch und ich glaube, da hat sich auch in den letzten Jahren nichts verändert. Und klar sieht man auch, dass andere Länder aufholen oder mehr investieren, aber ich denke nach wie vor, dass einfach Deutschland noch am ausgeglichensten ist und für mich auch noch zu der attraktivsten Liga zählt. Ja, von meiner Seite auch nochmal natürlich der Hinweis, ich hatte es ja vorhin auch in der kurzen Präsentation schon gesagt, ich glaube, das Entscheidende ist, wir sind eine gewachsene Liga, auch nach unten in sämtliche andere Klassen, wo doch viele junge Spielerinnen sich entwickeln. Wir sind in der Breite sicherlich am besten aufgestellt zu allen anderen Ligen. Also ich kenne keine Ergebnisse aus anderen europäischen Ligen, wo der 8. oder gar 9. den ersten richtig ärgern kann und möglicherweise auch mal gewinnen kann. Ich kann mich an Spiele erinnern, wo Sand es den Wolfsburgern sehr, sehr schwierig oder sehr schwer gemacht hat. Und ich glaube, allein weil wir in der Breite entsprechend aufgestellt sind, auch diese Tradition über die Weltmeisterschaft 2003, 2007 nach wie vor noch leben können und auf Spielerinnen zurückgreifen, die damals oder auch in den Jahren danach, nach der WM 2011 das Fußballspielen begonnen haben. Ich glaube, da baut sich gerade wieder was auf, auch eine neue Generation. Und es ist jetzt nur wichtig, dass man den Anschluss nicht verpasst, dass man was auch positiv sieht, dass es in anderen Ländern auch eine große Entwicklung gibt, weil letztendlich ist es ja so, der Wettbewerb ist das Entscheidende. Ich kann mich erinnern an wunderbare Titel, die wir also am Fließband gewonnen haben, wo dann Potsdam auch mal versucht hat, einen Titel zu gewinnen. Das ist Vergangenheit und das ist nicht gut für die Entwicklung des Frauenfußballs, sondern das Entscheidende ist, dass da halt auch mehr Wettbewerb entsteht. Das ist europaweit jetzt auf hohem Niveau, immer mehr Männervereine entdecken natürlich auch, dass es mit relativ wenig Geld die Möglichkeit gibt, auch 100% Fußball unter einem Dach zu präsentieren und da gehört einfach Männer- und Frauenfußball auf eine gewisse Art und Weise dann auch zusammen, gerade dann, wenn man keine Historie hat, wie das vielleicht in Deutschland ist und dann ist das jetzt der Startpunkt für den einen oder anderen Verein und ich finde das eine sehr gute Entwicklung und wir müssen halt gucken, wie wir uns da auch orientieren. Ja, das ist immer ein Auf und Ab. In dem Moment, also es gibt Vereine, die nach wie vor sehr gute Zuschauerzahlen haben. Insgesamt ist es überschaubar. Das liegt ein bisschen daran, dass oft auch die Termine immer wieder wechseln, dass es keine regelmäßige wöchentliche Präsenz gibt, wie das vielleicht auch im Männerfußball ist. Dass manche Vereine vielleicht auch noch so ein bisschen hinten dran sind in der Art und Weise, wie bediene ich einen Zuschauer, dass es attraktiv ist, auch ins Stadion zu kommen. Das Fußballspielen ist natürlich wichtig, aber das Wohl, der Wohlfühlfaktor auch. Also ich glaube, das ist noch ein Prozess, der sich immer wieder weiterentwickelt und wenn die Vereine entsprechend erfolgreich sind, ich bin mir sehr sicher, wenn wir vorne wieder um Champions League Plätze mitspielen würden, werden auch bei uns noch auch wieder mehr Zuschauer kommen, obwohl wir immer noch mit unserem Zuschauerschnitt von knapp 1300 sind, glaube ich, nicht ganz unzufrieden sind. Und ich glaube, mit so einer jungen Truppe, wie wir momentan uns präsentieren, frech, untertüten, affin, ich glaube, da kann man auch wieder Zuschauer locken und wenn ihr ausreichend und intensiv auch über diese Charmoffensive schreibt, dann wird der eine oder andere sich nicht nur auf dem Fußballplatz verlaufen, sondern vielleicht auch wieder die Tickets heiß begehrt sein. Was Interessantes angesprochen, diese nicht wöchentliche Präsenz. Also wenn ich mir diesmal Spielplan angeguckt habe, dachte ich irgendwie, was hat denn da für einen Schwachkopf angesetzt? Also das ist irgendwie sehr, sehr schwierig. Du hast da manchmal das Gefühl, irgendwie ist der Spielplan der Frauen, der natürlich auch abgestimmt werden muss mit den Männern und das nicht nur in Deutschland, sondern wahrscheinlich auch europaweit. Ist das so das Letzte, was da gemacht wird beim DFB? Das kann man sehr, sehr einfach erklären. Ja. Also das ist nicht so, dass der DFB das willkürlich macht und es wird auch nicht abgestimmt mit dem Spielplan der Männer, sondern es ist definitiv so, dass es einen internationalen Rahmenterminkalender gibt. Und dieser Rahmenterminkalender von der FIFA gibt natürlich schon mal gewisse Bereiche vor, wo dann Abstellungsperioden sind. Das gleiche gilt dann für die UEFA und das wirkt sich dann auf die Nationalmannschaften aus und das bedeutet automatisch, jetzt musst du gucken, wie du mit wirklich klugen Kopfern, die machen das wirklich so gut es geht, dann auch die Termine findest. Also das ist ich bin teilweise auch in diesen Kommissionen mit gewesen, weil ich auch immer gedacht habe, so ähnlich wie du am Anfang,
man könnte das noch ein bisschen klüger auch gestalten, aber es ist dann wirklich so ausgerichtet, wie es dann geht nach dem Rahmenterminkalender. Also das ist die Problematik. Hast du ja noch nie gesehen, dass in 14 Tagen quasi drei Heimspiele sind und dann noch mit chemischen ja, dazwischen? Ja, das sollte am liebsten auch nicht vorkommen. Im WM-Jahr hat das natürlich nochmal ein besonderes, also in WM-Spielzeiten hat das nochmal eine besondere Note, wenn man sich darauf vorbereiten will und dann alles so ein bisschen danach gerichtet wird. Aber das ist sicherlich ein Punkt, der da schmerzt, aber den du nicht so einfach bewerkstelligen kannst. Sigi, du hast es zwar schon angesprochen, Saisonziel, würde ich gleich den Nico natürlich gerne auch nochmal zu fragen. Erst aber nochmal die Frage an die Laura, was die Mannschaft für dich ausmacht, also deine neuen Kolleginnen, was ist das Herz quasi der Mannschaft, was sind eure Stärken und Schwächen? Ja, ich glaube, wir haben schon öfter gesagt, dass die Truppe gut miteinander harmoniert. Es sind relativ viele junge Mädels, aber ich finde, es macht auch ein bisschen spannend, weil man weiß eigentlich nie so wirklich, was heute wieder kommt. Und von dem her ja, glaube ich schon, dass wir vor allem über den Zusammenhalt wegkommen und das auch auf dem Platz zeigen müssen, weil ich kann auch selber von unserer Nationalmannschaft sprechen. Wir waren vielleicht jetzt nicht von den Einzelspielern die stärkste Mannschaft bei dem Turnier, aber ich glaube, wenn man zusammenhaltet, wenn jeder für jeden läuft und erkämpft, dann kann man Großes erreichen. Und ich glaube, deshalb ist vor allem der Zusammenhalt das Herzstück. Und dann an den Nico die Frage auch nochmal nach dem Saisonziel. Ja, du bist nicht der Erste, der mich das fragt, aber auch dir gebe ich dieselbe Antwort. Also Saisonziel ist immer so eine Sache. Ich habe es ja angesprochen, wir haben eine junge Mannschaft, wir haben vielleicht die jüngste, aber wir haben auch eine tolle Mannschaft, der ich sehr vertraue. Ich freue mich auf die Runde. Wir haben im Prinzip, ich habe mit allen Spielerinnen ein individuelles Gespräch geführt, auch nach Saisonzielen gefragt und da kamen eigentlich ähnliche Antworten, so wie ich es auch erwartet habe und wie ich es auch sehe. Und zwar wollen wir uns erstmal individuell und als Mannschaft weiterentwickeln, wir wollen uns etablieren. Wir wollen guten Fußball zeigen, wir wollen vielleicht auch den einen oder anderen großen Ärger. Wir wollen eine Konstanz reinbringen und dann werden wir im Winter schauen, wie viele Punkte wir geholt haben, wo wir stehen. Und dann können wir auch wirklich sagen, dieser Platz und diese Punktzahl ist machbar und realistisch. Fakt ist, wir wollen natürlich so hoch wie möglich landen oder so weit oben wie möglich stehen. Und im Pokal auch sehr, sehr weit kommen. Das ist unser Ziel erstmal. Wie gesagt, im Winter ziehen wir mal ein kleines Fazit und dann wissen wir genau, wo stehen wir aktuell und was ist wirklich in diesem Jahr bis zum Ende drin. Aber Sigi hat es ja auch schon angesprochen, obere Tabellenhälfte sollte es natürlich sein. Ja, ich glaube, wir sprechen hier alle eine Sprache. Wir würden auch gerne Erster werden, das ist ja auch klar. Nur, wir werden sehen, wir fangen jetzt an, wir gehen jetzt in unsere erste gemeinsame Woche, das muss man mal sich vorstellen, die erste gemeinsame Woche. Und dafür sieht es wirklich sehr, sehr gut aus, wie wir spielen und wie wir das umsetzen. Wir sind fit und wir freuen uns jetzt erstmal aufs erste Spiel. Und wie gesagt, nach einigen Spielen wissen wir dann, wo wir erstmal aktuell stehen. Und es bringt jetzt nichts, mit irgendwelchen Zahlen hier zu handeln. Ja, vielen Dank. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, ich glaube, der Peter Müller hat noch eine frohe Botschaft an alle, weil wir haben jetzt eine Stunde getalkt. Der wunderbaren Austausch gehabt. Vielen Dank dafür. Und jetzt ist es euch noch unerwartet, der intellektuelle Höhepunkt der Pressekonferenz, dieser Reihe des Buffets. Okay, vielen Dank.